Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Als Professor für digitale Medien an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch kriegt man wahnsinnig viele Fragen zum gesellschaftlichen Wandel durch digitale Medien gestellt, quasi so jeden Tag ungefähr 4 oder 5. Und eine der großen Hindernisse ist, dass man das Gefühl hat, nee, Moment mal, es sind nicht immer nur die digitalen Medien, die hier im Wandel waren. Ich habe in den 80er Jahren schon Computerspiele kopiert auf dem Pausenhof bekommen. Da ist das Computerspiel irgendwie interessant, aber da ist irgendwie in der Welt was passiert seit den 60ern. Und zwar gesellschaftlich. Und da ist unglaublich viel, hat sich unglaublich viel verändert durch politische und soziale Prozesse. Und um diese Sache einmal in alle Welt zu bringen, dass wir wissen, was die Soziologie eigentlich geleistet hat in den letzten Jahren, freut es mich ungemein. Für mich die Grundlage meiner ganzen Arbeit in Richtung Digitalität eigentlich hier auf die Bühne einladen zu können. Deswegen freue ich mich sehr auf Herrn Professor Ronald Hitzler. Er war 20 Jahre lang Lehrstuhlinhaber an der TU Dortmund für Allgemeine Soziologie und hat Konzepte wie die Bastelexistenz mitgeleitet, hat Konzepte wie, er hat den Goff-Menschen geschrieben, ein fantastischer Artikel, wie wir eigentlich die Welt sehen. Arbeitet gerade an Modernisierung als Handlungsproblem und wird uns die für mich basale Grundsituation der momentanen Welt darlegen in einem kurzen Vortrag, nämlich die posttraditionale Vergemeinschaftung. Vielen herzlichen Dank, Ronald. Vielen Dank, lieber Friedrich. Ich dachte schon, er kündigt an, dass ich Ihnen jetzt die Digitalisierung erkläre. Das wiederum hätte eigentlich erfordert, dass ich einen meiner allerwichtigsten Mitarbeiter mitgebracht hätte, nämlich den kleinen Bruder von Friedrich Kirschner, Heiko Kirschner, der mir alles, was ich über Digitalisierung weiß, beibringt. Und zwar laufend aufs Neue und unter Berücksichtigung meiner altersbedingten Vergesslichkeit. Meine Damen und Herren, das landläufig bekannte Begriffsrepertoire Ihres Berufsfeldes liefert mir zwar oft erhellende Metaphern zur Beschreibung des menschlichen Miteinanders, wir nennen das dann Dramatologie, wie Sie aber unschwer bemerken werden, habe ich leider selber nie Theaterforschung im engeren Sinne betrieben. Und auch das Phänomen Publikum war eher ein Rand als ein Zentralthema meiner Analysen. Am meisten habe ich über Theater und Publikum in der letzten Stunde erfahren, als ich in diesem wunderbaren Blockerspace hieß das, saß, von einem Tisch zum nächsten, wie beim Speed-Dating, gehetzt, bis man völlig neue Erfahrungen für mich und von den anderen sehr viel erfahren habe, was da alles zu berücksichtigen ist, wenn es um dieses Dreieck geht. Wobei mir aufgefallen ist, es war vom Publikum die Rede, es war von der künstlerischen Seite des Theaters die Rede und es war von der kommunikativen, also Marketingseite des Theaters die Rede. Was nicht aufgetaucht ist explizit, war die Leute, die auf dem Geld hocken. Warum auch immer das bei Ihnen offensichtlich kein relevanter Faktor ist, das wäre selber zu erforschen. Ich werde in diesem Grundlagenvortrag keine Übersetzungsarbeit leisten, sondern diese Übersetzungsarbeit von dem, was mich als Soziologen beschäftigt, zu dem, was Sie beschäftigt, schlicht Ihnen selber anheimstellen. Dem, worüber ich im Weiteren sprechen werde, liegt eine Zeitdiagnose zugrunde, die sehr, sehr vereinfacht besagt, dass in unserer Gegenwartsgesellschaft immer mehr Menschen aus herkömmlichen Milieubindungen und damit natürlich auch aus den
herkömmlichen Milieu Fürsorglichkeiten freigesetzt und sozusagen direkt an die abstrakten Regulierungen durch gesellschaftliche Großstrukturen verwiesen sind. Diese gesellschaftlichen Großstrukturen, das meint ökonomische, politische, juristische Institutionen des Sozialstaates. Diese Emanzipation des Einzelnen aus zufälligen zwischenmenschlichen Abhängigkeiten, also zufällig in dir hineingeworfen ist, zufälligen Abhängigkeiten, zeitigt aber keineswegs nur die intendierten Effekte. Die intendierten Effekte sind in aller Regel formelle Gleichbehandlung. Wir halten es nicht mehr aus, nicht zumindest formell gleich behandelt zu werden, es sei denn, es geht um Nachteilsausgleiche. Ja? Wenn Sie irgendeine Beeinträchtigung haben oder sonst deklarieren können, dass Sie zu den Verdammten dieser Erde gehören, dann kriegen Sie einen Nachteilsausgleich. Aber ansonsten fordern wir brutalstmöglich Gleichbehandlung. Wenn das nicht stattfindet, gibt es ein politisches Problem. Zwischenzeitlich zeitigt diese Loslösung, diese Herauslösung aus Abhängigkeiten, aber eben nicht mehr nur diese intendierten Effekte, sondern immer mehr Konsequenzen, auf die dann viele Zeitgenossen nicht mehr mit weiterem Freisetzungsbedarf, sondern tatsächlich zwischenzeitlich typischerweise mit einer pseudonostalgischen Sehnsucht nach Sicherheit und Gefühligkeit im Zusammenleben reagieren. Nach einer Sicherheit und Gefühligkeit, die aus dem Vertrauen ins Unhinterfragte erwächst. In Reaktion auf diese Sehnsucht kommt es nun augenscheinlich immer wieder zu Renaissancen des Gedankens von sozusagen als kalt verstandener nebenmenschlicher Gesellschaftlichkeit gegenüberstehender, warmer, mitmenschlicher Gemeinschaftlichkeit. Allerdings ist unserer Diagnose zufolge die für die heutige Zeit symptomatische Qualität dieser Sehnsucht nach Gemeinschaft augenscheinlich weniger eine grundlegend existenzielle nennen wir eine Sehnsucht dann, wenn man sie sozusagen um jeden Preis realisieren können will, sondern es ist eine ziemlich spezielle Sehnsucht nach Gemeinschaft. Eine Sehnsucht, die sich weder durch Wiederbelebung von Traditionsmilieus, damit meinen wir so schlichte Dinge wie Vereine, Verbände, Genossenschaften und dergleichen mehr, noch durch im weiteren Sinne sozialromantisch-kommunitaristische Konzepte von zivilgesellschaftlicher Solidarmoral befriedigen lässt, auch wenn genau dies immer wieder von einschlägig engagierten Protagonisten behauptet wird. Das sind Minderheiten. Ja? Die symptomatische zeitgenössische Vergemeinschaftungssehnsucht richtet sich auf ein gelingendes Miteinander mit solchen anderen, die zeitweilig mit den eigenen, ja mit den je aktuellen eigenen Neigungen und Interessen möglichst friktionslos kompatibel sind. Solcherlei andere finden wir naheliegenderweise aber eben nicht in schicksalhaft auferlegten Traditionsmilieus. Und auch nur relativ wenige von uns finden sie in kommunitären bzw. kommunitaristisch intendierten Lebenszusammenhängen. Gewünscht sind heutzutage von den meisten Menschen vielmehr solche Gemeinschaftsformen, die ihnen maximale Selbstverwirklichungschancen bieten und die zugleich minimale Verpflichtungen auferlegen, die ihnen also in einem sowohl ein Höchstmaß an individueller Freiheit als auch ein attraktives Zusammensein mit gleichgesinnten anderen versprechen. Genau das passiert mit Veranstaltungen wie dieser hier zum Beispiel. Der entscheidende Unterschied dieser neuen beziehungsweise neuerdings analytisch immer stärker erschlossenen Art von Vergemeinschaftungsangeboten gegenüber herkömmlichen Formen besteht im Wesentlichen darin, dass die Teilhabe an diesen neuen Formen nicht
mit den in überkommenen Gemeinschaften üblichen Bindungen und Verpflichtungen einhergeht, sondern dass jeder Einzelne immer wieder aufs Neue zur Teilhabe nicht verpflichtet, sondern verführt werden muss. Und zwar vor allem anderen dadurch, dass ihm hier hochgradig unverbindliche Identitätsvorlagen angeboten werden. Also so einer bin auch ich, so einer will ich sein. Hier kann ich sein, wie ich will, und die anderen passen zu mir. Diese neue, nun eben nicht wie in der kommunitaristischen Philosophie gegen Individualisierung konzipierte, sondern der von mir protegierten Zeitdiagnose zufolge durch Individualisierung evozierte Form von Vergemeinschaftung schlagen wir vor, als posttraditional zu bezeichnen. Posttraditionale Vergemeinschaftung impliziert, dass individualisierte Akteure sich aufgrund kontingenter Entscheidungen für eine zeitweilige Zugehörigkeit freiwillig in soziale Agglomerationen weniger gleichartiger oder gleichaltriger als vielmehr gleichgesinnter einbinden, um eben dadurch sich maximal selbst verwirklichen und ganz sie selber sein zu können. Angesichts einer solchen unseres Erachtens gesellschaftsweit grassierenden Vergemeinschaftungsidee zeichnet sich naheliegenderweise für die meisten von uns eben kein Weg ab, der zurückführen würde zu sozusagen fraglosen, zeitlosen und auch daseinsumfassenden Traditionsgemeinschaften oder zu kommunitärer Moralgemeinschaftlichkeit. Im Gegenteil, auch solche Gemeinschaften, die zunächst als tradierte erscheinen, zum Beispiel auch die Restbestände überkommener Milieus wie Betrieb, Nachbarschaft, Kirchengemeinde und sogar Verwandtschaft und Familie, müssen zwischenzeitlich immer unübersehbarer gewählt, müssen reflexiv bearbeitet werden und gemanagt werden. Während eher neu und fremdartige, aufgrund welcher Neigungen auch immer hergestellte Gemeinschaften alle möglichen Traditionalismen adaptieren und weiterentwickeln. Solidaritäten und Loyalitäten entstehen infolgedessen weit weniger aus existenzieller Notwendigkeit heraus, als aus eher emotional denn rational motivierten situativen Entscheidungen dafür, seine eigene Identität zumindest zeitweilig im Miteinander mit bestimmten anderen zu suchen. Hier fühle ich mich wohl. Hier sind welche, mit denen kann ich. Oder juveniler ausgedrückt, hier sind keine so assigen Leute. Die Kriterien dafür im Hinblick, worauf diese anderen bestimmt und ausgesucht werden, sind überaus vielfältig und bislang noch kaum ansatzweise erforscht. Zur Verdeutlichung dessen, was damit gemeint ist, skizziere ich deshalb kurz drei Beispiele posttraditionaler Vergemeinschaftungsoptionen, mit denen wir uns eben selber empirisch befasst haben. Mit Brand Communities, Jugendszenen und situativen Eventgemeinschaften. Ich reiße diese natürlich nur an. Welche Rolle zum Beispiel Marken bzw. Markenprodukte als Vorlagen für die Bildung von Identitäten und als Fokussierungen von Vergemeinschaftungen spielen, das ist eine gegenwärtig viel und in verschiedener Hinsicht strittig diskutierte Frage. Strittig ist zum Ersten, ob Menschen ihr Selbstverständnis tatsächlich auch an von ihnen konsumierten Produkten aufhängen. Nicht, ob sie das sollen, ob sie es tun. Strittig ist zum Zweiten, ob solche Konsumprodukte gegebenenfalls Markenartikel bzw. Artikel mit Markeneigenschaften sein müssen. Und strittig ist zum Dritten, wie ein auf einer Markenaffinität basierendes Selbstverständnis Zugehörigkeits- oder gar Zusammengehörigkeitsgefühle evoziert. Ganz grob gesagt, jedes T-Shirt, das von irgendeiner Veranstaltung an die Teilnehmenden verscherbelt wird,
ist natürlich die Hoffnung darauf, dass das funktioniert. Sowohl der einschlägigen Literatur als auch unseren eigenen Erkundungen zufolge können Menschen schlicht alles, was sie wahrnehmen und sich vorstellen, dazu verwenden, sich eine Identität zusammenzubasteln. Ob sie es nun ablehnen oder befürworten, ist egal. Ja, sie können Identität mit allem, was sie sich vorstellen können, zusammenbasteln. Ohne Zweifel also auch mit konsumierbaren materialen und immateriellen Produkten und Dienstleistungen. Und Markenartikel sind nun solche Produkte, die bei potenziellen Konsumenten dadurch Aufmerksamkeit erregen sollen, dass sie nicht nur ästhetisch augenfällig und erinnerungsträchtig gestaltet, sondern auch bereits mit vom Nutzer dekodierbarer Bedeutung aufgeladen wurden. Dieses Prinzip der symbolischen Aufladung und der relativen Alleinstellung durch Augenfälligkeit gilt selbstredend keineswegs nur für Waren und Dienstleistungen im engeren Sinne. Es gilt auch für Ideologien und Religionen und für diese Ideologien und Religionen sichernden Organisationen. Und insofern sind Identitätsbildungen im Rekurs auf Waren- und Dienstleistungsmarken und auf mit solchen Marken verbundenen Erzählungen analytisch nicht anders zu beurteilen als solche, die im Rückgriff auf Ideologien und Religionen unternommen werden. Wie plausibel, wie systematisiert, wie umfassend und mithin wie identitätssichernd diese Weltanschauungsangebote für wen unter welchen Umständen jeweils sind, das wiederum ist weniger eine prinzipielle, denn eine empirisch konkret zu klärende Frage. Prinzipiell beobachten aber lässt sich immerhin, dass mit Marken und Markenprodukten zusehends bestimmte Lebensstile konnotiert werden. Und gleichsam im Kern der Bekenntnisse zu Marken bilden sich dann eben Markengemeinschaften, beziehungsweise neudeutsch Brand Communities. Wie zum Beispiel die sozusagen klassische Markengemeinschaft Harley-Davidson Owners Group. Ja, das war die erste am besten untersuchte Brand Community. Dann die Apple-Fangemeinde. Ja. Oder die Liebhaber der Geräte der Firma Braun. Nicht so bekannt, aber weit verbreitet. Es gibt Leute, die können sich nicht mit anderen Geräten, die können es nicht aushalten. Ja, ja und nicht nur sie können es individuell nicht aushalten, sondern sie brauchen andere, die bestätigen, dass man es ohne diese Oral, Braun-Oral oder was auch immer, nicht machen kann. Ich gehe jedes Jahr auf die Mayday in Dortmund. Jedes Jahr gibt es ein neues T-Shirt und irgendwelche sonstigen Dinge, die man anziehen kann. Jedes Jahr ist das jeweilige Motto auf dem T-Shirt. Und Sie wissen, wenn Sie ein bisschen sich in Jugendszenen auskennen, man darf niemals, nur völlige Nix-Checker gehen mit dem T-Shirt in der Veranstaltung rum, das dieses Jahr gilt. Man muss immer alte von früher haben. Das gehört einfach dazu, ja. Aber man muss jedes Jahr welche kaufen, damit man einen Vorrat zu Hause hat. Diese Markengemeinschaften bieten aufgrund ihrer Aufmerksamkeitsfokussierung fast symptomatisch augenfällige Identifikationschancen und weisen infolge ihres kollektiven Anspruchs auf die relative Überlegenheit ihrer Marke gegenüber konkurrenzierenden Marken ein hohes Vergemeinschaftungspotenzial auf. Im Unterschied zu solchen Brand-Communities, in denen ein Zusammengehörigkeits- bzw. Wir-Gefühl aus der Affinität zu einer Marke oder zu einer Marke erwächst, welcher spezifische Eigenschaften und Werte unterstellt bzw. zugeschrieben werden, entsteht in, und da bin ich beim zweiten Thema, in Jugendszenen Gemeinschaft aus den als gemeinsam unterstellten Interessen individualisierter Einzelner an einem breiteren thematischen Fokus, welcher sich oft, trotz oft vollmundig verlautbarter Antikommerzialität
Es wird sehr oft sehr lautstark verlautbart, antikommerziell zu sein. In der Regel erweisen sich Jugendszenen keineswegs als konsumfern. Im Gegenteil. Ich muss dazu sagen, wir unterscheiden Jugendszenen sehr deutlich von den früheren Formen, nämlich Subkulturen. Aber das ist ein anderes Thema, das ich jetzt hier nicht ausführen kann. Wie definieren wir Jugendszenen? Nun, wir sagen, es handelt sich dabei um tendenziell globale, lockere soziale Netzwerke, in denen unbestimmt viele Menschen mit einer juvenilen Mentaldisposition, das ist ein grauenhaftes Wort, ja. Ja, das heißt einfach, wir meinen nicht einfach junge Menschen. Ja. Die meisten Jugendsoziologen reden immer von irgendwen Heranwachsen. Ja. Wir kennen juvenile Menschen in meinem Alter und älter. Ja. Kindsköpfe hätte man früher gesagt. Aber diese Kindsköpfigkeit wird epidemisch. Sie breitet sich aus. Wir brauchen immer weniger Erwachsene. Ja, und müssen die Jugendlichen jeden Alters mit anderen Dingen beschäftigen und unterhalten. Das ist kein Spaß. Ja, okay. Also, juvenile Mentaldisposition. In Jugendszenen suchen Menschen mit einer juvenilen Mentaldisposition das, was sie in der Nachbarschaft, im Betrieb, in der Gemeinde, in Kirchen, Verbänden oder Vereinen immer seltener finden und was sie auch in ihren Familien und Verwandtschaften kaum noch finden und wenn es auftaucht, kaum aushalten. Akzeptable Verbündete, nämlich für ihre Interessen, Kumpane für ihre Neigungen, Partner für ihre Projekte, Komplementäre ihrer Leidenschaften, kurz gesagt Freunde, Gleichgesinnte, Gesinnungsfreunde. Diese finden Sie in Ihrer Szene, in dieser Ihrer Szene, weil Sie sich genau diese in der Regel auch nur für eine gewisse Zeit, Durchschnittsverweildauer 4 bis 5 Jahre, entsprechend Ihren je eigenen Relevanzen auswählen. Das heißt, Szenen bilden sich um ein geteiltes Interesse der Szenegänger herum aus. Sie sind zumeist überregional vernetzt und in weiten Teilen symbolisch und inzwischen auch hochgradig medial, digital vermittelt. Mit den Menschen, mit denen man in einer Szene Umgang hat, teilt man in der Regel eben die Begeisterung für das, was in dieser einen Szene wichtig, was hier das zentrale Erlebnisthema ist. Dieses zentrale Erlebnisthema hat zumeist mit Musik, also Hip-Hop zum Beispiel, mit Sport, Skaten, mit Kunst, Graffiti, mit Mode, Berliner Hipsters, mit Spielleidenschaft, zum Beispiel E-Sports, und oder mit technischer Faszination für neue Medien. Sie alle kennen wahrscheinlich die Szene der Overclockers, zu tun hat. Ja, die ich kann Ihnen das jetzt nicht alles erzählen, sonst rede ich heute Nachmittag noch und dann finden Sie das grauenhaft. Darum herum gruppiert sich dann so etwas wie ein ganzer Lifestyle. Ja, um diese Zentralthemen gruppiert sich dann in der Regel so etwas wie ein ganzer Lifestyle mit eigenen Sprach- und Sprechgewohnheiten, eigenen Arten von Umgangsformen, Treffpunkten, Lokalitäten, Zeitbudgetierungen, Ritualen, Festen bzw. Events und zum Teil auch mit einem als szenespezifisch erkennbaren Outfit. Nicht überall, aber in guten Teilen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die späten 90er Jahre, als man Raver von Hip-Hopern dadurch gut unterscheiden konnte, dass die einen die Baseballkappen mit dem Schild nach vorne und die anderen mit dem Schild nach hinten trugen. Inzwischen trägt man das irgendwie seitlich, jetzt bin ich völlig durcheinander. Die Aneignung, Nutzung und Umnutzung materialer Objekte zur Anzeige, zur Kennzeichnung und zur Symbolisierung von Zugehörigkeiten und Zusammengehörigkeiten, umfasst aber zum Beispiel auch Körperschmuck auf, an und in der Haut,
Ringe, Ketten, Piercings, Tattoos und so weiter. Es umfasst Frisuren, Kleidung, Schuhe, Accessoires, von der Sicherheitsnadel über die Sonnenbrille bis zum Spazierstock. Steampunk, ne? Und Gebrauchsutensilien. Im Umgang mit den anderen Szenegängern, die man sozusagen als Teilzeitgleichgesinnte erlebt, nutzt man üblicherweise spezielle Informationskanäle und Informationsformen und bildet beiläufig gemeinsame Sonderwissensbestände und distinkte bzw. distinktive, also distinkt heißt unterschiedlich, distinktiv auf Unterscheidung angelegte Kommunikationsweisen und Kommunikationswege heraus und versichert sich dergestalt wechselseitig seiner Wir-Gefühle. We are one family. We are, keine Ahnung, anders. Ja? Mir sehr schön. Ja? Aber auch dieses traditionelle bayerische Gebot muss inzwischen ganz anders gemanagt werden als früher. So ein armer Kerl wie Söder muss wohl die Auskunft geben, warum er jetzt überall die Kreuze aufhängen lässt. Situative Eventgemeinschaften, um zum dritten Beispiel zu kommen. Situative Eventgemeinschaften schließlich sind per Definition zumindest zunächst auf das jeweilige Spektakel selber beschränkte Gesellungsgebilde. Ganz einfach gesagt, in der letzten Stunde hatte ich so Momente situativer Vergemeinschaftung mit diesen Menschen, mit denen ich da zusammen in diesem Blockerspace gearbeitet habe. Ja? Momente, nicht die ganze Stunde, aber so gelegentlich dachte ich, ja, schön hier, gut, ja, die sind, mit denen kann ich reden. So was ist gemeint. Also situative Eventgemeinschaften sind per Definition auf das jeweilige Spektakel selber beschränkte Gesellungsgebilde, die sowohl Merkmale von Brand-Communities als auch von Jugendszenen aufweisen können. Unter Events verstehen wir aus unserem zeitgenössischen Alltag herausgehobene, raumzeitlich verdichtete, performativ interaktive Ereignisse mit hoher Anziehungskraft für relativ viele Menschen. Das, was hier stattfindet, ist ein Event. Ja, hat alle Merkmale. Und wahrscheinlich würden noch viel mehr Menschen kommen, würde man den Zugang nicht künstlich verknappen, damit die, die da sind, den Eindruck haben, sie gehören zur Elite. Aber das ist eine andere Geschichte. Diese Anziehungskraft resultiert wesentlich aus dem Versprechen eines hohen, an den vermuteten Interessen der Teilnehmenden orientierten, typischerweise verschiedene Kulturformen übergreifenden, erwünschten gemeinschaftlichen Erlebens. Räumlich, zeitlich und sozial auf eine solche Veranstaltung verdichtet, vermag die situativ entstehende Eventgemeinschaft, wie Sigmund Baumann schrieb, eine durch atemberaubende Intensität geprägte emotionale Zusammengehörigkeit beziehungsweise genauer ein gegebenenfalls massenhaft identitätsstiftendes Kollektiverlebnis von Zusammengehörigkeit, ja, von Einheit zu vermitteln. Das kann bei politischen Anlässen wie Demonstrationen, Protestkundgebungen und auch auf dem NRA-Kongress, der gerade in den USA stattgefunden hat, stattfinden. Ne? Genau dieses. Ja. Jetzt weiß ich, jetzt ist gut. Ja. Jetzt passiert es. Jetzt habe ich genau dieses Gefühl. Darum geht es. Es kann bei Sportereignissen ebenso geschehen wie bei Musik, Tanz und sonstigen Vergnügungsveranstaltungen. Die darin liegende Dynamik will ich aber kurz an einem von uns selber ethnografisch erkundeten Beispiel skizzieren, an den von der katholischen Kirche veranstalteten Weltjugendtagen. Welche Parallelen sich zwischen Religion und sogenannter säkularer Hochkultur, beziehungsweise, wenn Sie so wollen, zwischen Kirche und Theater, sich ziehen lassen, können wir dann eventuell im Weiteren noch besprechen. Mit den Weltjugendtagen bedient sich auch die katholische Kirche dezidiert der Veranstaltungsform Event. Sozusagen als Antwort auf die akzelerierenden pluralistischen Bedingungen, unter denen, so Peter Alberger, Religionen, die früher herrschten, heute verkauft werden müssen. Und zwar an einen Kundenkreis,
der zu kaufen nicht genötigt ist. Die religiösen Institutionen seien folglich zu Werbeagenturen und die Religion selber sei zum Gebrauchsgut geworden. Die ehemals regionalen Monopolisten müssten seither so umorganisiert werden, dass sie im Wettbewerb mit anderen Sinnanbietern um Konsumenten werben können. Das müsste Ihnen eigentlich auch aus Ihrem Berufsfeld bekannt vorkommen. Vor dem Hintergrund der infolge von Pluralisierung und zumindest in Westeuropa überdies von Säkularisierung prekären Situation der Kirchen erscheint es somit durchaus nicht als abwegig, die Weltjugendtage als immer wieder, inzwischen sind es 33, immer wieder aufgelegtes Marketing-Event der katholischen Kirche zu bezeichnen. Denn vor allem anderen soll hierdurch dezidiert die gelebte Vielfalt des Katholischen für einen herausgehobenen Moment oder um mit Max Weber zu sprechen, für einen charismatischen Augenblick als große, widerspruchslose Einheit nach außen präsentiert, für die Teilnehmer erlebbar gemacht und im Weiteren dann eben als die religiöse Marke installiert oder reinstalliert werden. Als deklarierte Glaubensverwalterin beherzigt die katholische Kirche bekanntlich nicht erst heutzutage unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen, aber besonders augenfällig, eine ganze Reihe von Marketinggrundsätzen. Wir haben damals von der institutionellen Klugheit der katholischen Kirche gesprochen. Was passiert? Sie pflegt erstens in Gestalt des Papstes ein Markenetikett, das unverwechselbar für das Produkt steht, das sie anzubieten hat. Und dass aufgrund dieser Etikettierung unter der Fülle an sichtbaren und unsichtbaren Religionen auf den ersten Blick erkennbar ist. Ein echter Hingucker. Sie veranstaltet zweitens mit dem Weltjugendtag ein Massenspektakel, das hinsichtlich einer ganzen Reihe von Kriterien, spezifizierte Zielgruppe, Finanzierung, Kommunikationsbotschaft, konkurrenzlose Produktpräsentation, Inszenierung einer Erlebniswelt. Alle Züge eines Marketing-Events, eines erfolgreichen Marketing-Events aufweist. Und in dem Maße, in dem dieses Marketing-Event eine nicht nur situative, sondern eine nachhaltige Vergemeinschaftung befördert, wird dabei und damit drittens der Boden für die Herausbildung einer quasi jugendszenischen Gesellungsform bereitet, die sich unter Individualisierungsbedingungen spätmoderner Gesellschaften als zeitgemäßere Alternative zur Traditionsgemeinde erweisen dürfte, da sie das Gemeinschaftsbedürfnis der individualisierten Einzelnen zu befriedigen vermag, ohne diese formal oder moralisch zur Mitgliedschaft noch zu verpflichten. Im Duktus der sogenannten Mundanphänomenologie, vergessen Sie es, so wie wir halt das ausdrücken, so wie wir es ausdrücken gesprochen, erscheint posttraditionale Vergemeinschaftung mithin als Entwicklung eines als reziprok unterstellten Wir-Bewusstseins. Ja? Also ich spüre mich mit euch in diesem Moment zusammengehören. Ich merke, ich meine zu merken, dass es umgekehrt auch so ist. Wir haben uns alle sehr, sehr lieb. Ja? So, das ist gemeint. Ja? Ein unterstelltes Wir-Bewusstsein. Wir gehören zusammen. Nicht nur ich gehöre dazu, das ist eine kategoriale Frage. Ja? Ich gehöre zu denen. Ja? Ich gehöre zu denen, die auf der Autobahn immer zu schnell fahren. Ja? Aber damit habe ich nicht den Eindruck, ich gehöre mit denen zusammen, die das tun. Das muss dann unterscheiden. Wir-Gefühl meint tatsächlich Zusammengehörigkeitsgefühl. Das heißt, das Verhältnis zu einem, zu mehreren, zu vielen anderen konstituiert sich im Akt der Vergemeinschaftung und in der Fortdauer der Gemeinschaft, zumindest in Abgrenzung zu einem, zu mehreren oder auch zu vielen sogenannten Dritten. Ja, zugespitzt in Ausgrenzung dieses und dieser Dritten aus dieser unserer Wir-Beziehung.
Wie für alle traditionellen Gemeinschaften ist demnach, also auch für die hier thematischen neuen Gemeinschaften, eine als gemeinsam vermutete und als solche kommunikativ bestätigte Außenseite konstitutiv. Ja? Herrgott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie jener Zöllner. Ja? Es braucht den Dritten, der man nicht ist. Allerdings resultieren posttraditionale Formen von Gemeinschaft nicht aus sozusagen naturwüchsiger Solidarität, wie man das bei Nachbarschaften traditioneller Art oder bei Familien annimmt. Sie resultieren auch nicht aus konstellativen sozialen Zwangsläufigkeiten, also vorgängigen geteilten Lebenslagen, die Kumpel im Ruhrgebiet und so weiter, auf politischen Interessen und so weiter, sondern sie basieren auf der Erwartung oder resultieren aus der Erwartung gemeinsamer gegenüber anderen spezifizierbarer Interessen, Neigungen, Vorlieben und Leidenschaften. Diese Affinitäten, die sich im relativen Konsens von je als richtig angesehenen Verhaltensweisen, als richtig angesehenen Attribuierungen, Codes, Signalen, Emblemen, Zeremonien, Attitüden, Wissensbeständen, Wichtigkeiten, Kompetenzen und so weiter äußern, all das muss gewichtig genug sein, um andere Differenzen und Antagonismen zwischen den Beteiligten wenigstens vorübergehend so weit in den Hintergrund der je individuellen Relevanzen treten zu lassen, dass die monadische Struktur der individuellen Vergesellschaftung wenigstens zeitweilig und wenigstens im Kontext von Gesinnungsgenossen zugunsten dieser Vergemeinschaftungserlebnisse durchbrochen wird. Die monadische Struktur der individuellen Vergesellschaftung, was meint das? Das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Ja, die Großstrukturen, Sie kennen alle die Leibnizschen Monaden, die wir irgendwann immer als Limonaden gehört haben. Also wir alle sind sozusagen in Kästen und nur nach oben geöffnet, zu Gott hin. Und die Kommunikation mit anderen erfolgt immer über Gott. Ja? Monaden haben keine Fenster, nur Öffnungen nach oben. Und im Grunde ist die moderne Gesellschaft eine Gesellschaft, die uns monadisiert, die unsere Verhältnisse untereinander versucht, von oben zu regeln. Ja? Jeder Bereich des Lebens wird zusehends verrechtlicht, ja? Unter anderem, weil wir es nicht aushalten, mit Feudalresten zu leben, wo Ungerechtigkeiten passieren. Deshalb versucht man eben, diese formale Gleichheit herzustellen. So, und nun muss etwas passieren, ja? Müssen wir die Erfahrung machen, dass diese anderen Antagonismen, die wir haben, wenn sie hier weggehen, ich will nicht sagen, dann haben wir 300 Kleinantagonismen zwischen ihnen, aber wir haben ganz viele, ja, wo sie nicht mehr zusammenkommen, wo sie sich nicht mehr einig sind, wo sie nicht mehr verstehen, was der andere tut. Aber hier tritt alles andere zurück und sie sind alle hier, bei diesem wunderbaren Wetter haben sie nichts Besseres zu tun, als hier rumzuhocken. Ja. Und irgendwie den Eindruck zu haben, hier ist aber wichtig, ja, und toll und die richtigen Leute, hoffentlich. In dieser Hinsicht sind posttraditionale Gemeinschaften also so etwas wie Laboratorien sozialen Miteinanders, in denen Menschen unter den Bedingungen individualisierter Lebensvollzüge kollektive Lösungsmuster für ihre je eigenen Sinn- und Handlungsprobleme erproben, entwickeln und auch stabilisieren. Die posttraditionale Gemeinschaft ist somit wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass individualisierte Akteure sich genau dann und insoweit freiwillig und zeitwillig in sie einbinden, wenn und als die Wertigkeiten in dieser Gemeinschaft deren Bedürfnissen nach einem bestimmten, von anderen sich abgrenzenden Lebensstil entsprechen. Wenn sie diese Bedürfnisse unterstützt und sie bis auf Weiteres sozusagen beheimatet. Weil sie aber lediglich in der zufälligen und zeitweiligen Übereinstimmung von Neigungen und Vorlieben, Leidenschaften und bestimmten als richtig angesehenen Verhaltensweisen der an ihnen teilhabenden Gründen, reichen die labilen Bindungskräfte posttraditionaler Gemeinschaften in aller Regel nicht einmal hin, um dass uns alle inzwischen mehr oder weniger
eigenen, uns allen mehr oder weniger eigene und somit allgegenwärtige durchschnittliche Abweichlertum auch nur intern einigermaßen dauerhaft zu bändigen. Ich bin der anderer Ansicht als Jürgen Kaube, der gesagt hat, wir sind sozusagen wir Abweicher, ja, und sagte, und im Grunde kommen da lauter mikroskopische Gemeinschaften wieder raus. Die kommen schon raus, aber sie sind nicht stabil. Ist alles sehr labil. Die daraus resultierenden Konsequenzen sind ambivalent. Einerseits bestätigt sich dergestalt unsere relative Unabhängigkeit gegenüber je sozial geltenden sittlich-moralischen Imperativen. Wir sind selten unabhängig, also im Verhältnis zu anderen Zeiten und Gegenden sind wir extrem unabhängig gegenüber sozial geltenden sittlich-moralischen Imperativen. Andererseits verstetigen wir so aber auch unsere relative Unsicherheit im Hinblick auf normativ verlässliche und damit existenziell entlastende Gewissheiten und Routinen. Ich finde es immer noch am schönsten formuliert bei Hildegard Knef, die sich mal sang, alle möchten, also ich möchte frei sein und doch nicht allein sein. Jedenfalls möchten wir alle in unserer Freiheit dann nicht allein sein, wenn und auf die Art und Weise, wie uns gerade danach ist. Das heißt, es geht ständig sowohl um das sich unterscheiden, um Verschiedenartigkeit, als auch um Einssein, um Zusammengehörigkeit. Sowohl ihre spezifischen Merkmale, also eine hohe strukturelle Labilität und Unverbindlichkeit der posttraditionalen Gemeinschaft implizieren, obwohl ihre spezifischen Merkmale eine hohe Labilität implizieren, ist deren sozialintegrative Wirkung für die an ihr Teilhabenden zumindest in einer Hinsicht durchaus mit der traditionalen Funktion eingelebter Milieus vergleichbar. Auch die posttraditionale Gemeinschaft stellt ein einigermaßen plausibilisierbares Repertoire an Relevanzen, Regeln und Routinen zur Verfügung, das von den je an ihnen Beteiligten zumindest in dem Maße, wie sie sich auf diese Gemeinschaft beziehen, mehr oder weniger übernommen wird. Ich pointiere. Posttraditionale Vergemeinschaftung in dem von uns intendierten Verstande ist in all ihren konkreten Erscheinungsformen eine. Auf der Agenda öffentlicher Wahrnehmung stehende und auf dem Markt der Möglichkeiten befindliche Antwort auf die eingangs erwähnte, aus der symptomatischen psychohistorischen Dislokation erwachsende Verunsicherung. Das psychohistorische Dislokation ist nicht von mir, ist von einem amerikanischen Psychologen. Das heißt einfach, wir sind nicht mehr irgendwo richtig zu Hause. Ich merke schon, da sind blöde Wörter drin. Sie ist eine Antwort auf die Art der Verunsicherung, die wesentlich resultiert aus dem Fraglichwerden erstens der persönlichen Identität, dann aus der hypertrophierenden Multioptionalität. Ja, es gibt alles, jederzeit, dauernd. Aus dem Verlust eines Sinnbaldachins, der alles überwölbt, was wir tun. Und aus dem, was man eben Individualisierung nennt. Ich will es etwas manieriert so formulieren. Und bitte gleich um Entschuldigung. Posttraditionale Vergemeinschaftung ist eine in ihrer sozialstrukturellen Bedeutung noch keineswegs ausgelotete, relative und in aller Regel temporäre Sicherheit versprechende Antwort auf die Verunsicherung, die aus dem verlorenen Standpunkt gegenüber der Welt resultiert, welcher die postmodernistische Erlebnisqualität von uns Existenzbastlern wesentlich kennzeichnet. Vielen Dank fürs Zuhören. In Ordnung. Du kannst dich kurz noch, ich weiß gar nicht, wir haben nur noch 2 Minuten und wir wollen nicht am Anfang schon überziehen.
Deswegen, wenn es Fragen gibt, könnt ihr dann gerne Ronald in der Kaffeepause kurz fragen, wie das so alles gemeint war. Ich wollte noch zwei kurze Sachen fragen oder eins noch mal klarstellen. Das ist, was du ganz am Schluss gesagt hast. Wir sind da drin. Also diese Bewegung ist eine Bewegung, die stattfindet, um mit der jetzigen Welt umzugehen. Es ist in der Art und Weise, wie du formuliert hast, kommt man ja immer wieder an den Punkt, wo man denkt, um Gottes Willen, da muss man was dagegen tun. Aber darum geht es gar nicht. Man kann, also ja. Muss ich das nehmen? Ja, genau. Mein Lehrer Luckmann hat immer gesagt, da komme ich mir vor wie ein Sportreporter. Nein, wenn die Diagnose stimmt, wenn sie stimmt, das ist eine Diagnose, ist strittig wie alle Diagnosen, wenn sie stimmt, ist es blödsinnig zu sagen, da muss man was dagegen tun. Man wird nichts dagegen tun können, weil das, was an Vergemeinschaftungsform stattfindet, tatsächlich die einzige plausible Antwort darauf ist, dass wir unter Individualisierungsbedingungen leben. Ja, und deshalb macht es keinen Sinn zu sagen, aber das wollen wir nicht haben. Ob man es will oder nicht, es wird stattfinden. Nein, letztendlich, wenn alle nicht wollen, dann findet es nicht statt. Aber das wird schwierig. Ne? Nicht? Das wäre wunderbar, wenn Sie sich alle meiner Meinung anschließen könnten. Könnten wir sehr viel bewegen. Das Blödsinnige ist, dass jeder von Ihnen meint, es wäre aber gescheiter, sich seiner Idee anzuschließen. Und das kennzeichnet uns. Das ist Individualisierung. Genau. Und hinter die wollen wir ja nicht mehr zurückgehen. Und damit würde ich das hier auch beenden. Wir sind genau in der Zeit. Okay. Es gibt genug zu diskutieren. Es gibt wahnsinnig viele Panels, bei denen das auch nochmal aufkommt in unterschiedlicher Art und Weise. Ihr dürft alle selber gucken, wie ihr euch da einordnet. Und auch bei dem Gesellschaftsspiel gibt es die Möglichkeit, sich posttraditional zu vergemeinschaften als Interessensgemeinschaft. Vielen herzlichen Dank.